Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Madeleine Schlemmer Paradies. Heute möchte ich euch mein Lebkuchenrezept zeigen und was für süße kleine Dinge wir daraus auch herstellen können. Für unseren Lebkuchenteig brauchen wir Zuckerrübensirup, 150 Gramm, 150 Gramm Honig, 25 Gramm Butter, die hole ich gleich, 50 Milliliter Wasser. Dann brauchen wir 200 Gramm Weizenmehl, 150 Gramm Roggenmehl. Dann brauchen wir Lebkuchengewürz, 2 Teelöffel, 1/4 Teelöffel Salz. Ich habe noch etwas Zimt mehr dazu, weil ich voller Zimt-Fan bin. Und etwas von meiner geriebenen Vanilleschote. Dann habe ich 2 Gramm Pottasche hier extra. Und hier 4 Gramm Hirschhornsalz. Das wird mit jeweils 1 Esslöffel Wasser gemischt, wirklich getrennt, das ist ganz, ganz wichtig. Als erstes werden wir den Zuckerrübensirup, den Honig, die Butter und das Wasser in einen Topf geben und kochen das miteinander auf, bis sich das Ganze verbunden hat. Wie ihr seht, habe ich meine Gewürze auch schon mit dazu gegeben. Und wenn das Ganze dann einmal aufgekocht hat, füllen wir das kurz um in ein kaltes Gefäß, das schnell abkühlen kann, und stellen das dann zur Seite. Wenn unsere Masse abgekühlt ist, können wir dann 1 Esslöffel Wasser zur Pottasche dazugeben und 1 Esslöffel Wasser zum Hirschhornsalz. Das mischen wir gut miteinander, bis es sich schön aufgelöst hat. Beim Hirschhornsalz dauert es etwas länger mit dem Verrühren, bis sich das alles aufgelöst hat, nicht wundern. Genauso wie der Geruch, der hat einen leichten Ammoniakgeruch. Aber das ist völlig normal. Also einfach nur nicht mit der Nase zu nah rangehen. Und dann lösen wir das Ganze erstmal schön auf und können unsere trockenen Zutaten schon mal in unsere Rührschüssel geben. Zu unseren trockenen Zutaten können wir dann unseren Zuckerrübensirup dazugeben, der schon wieder kalt geworden ist. Verrühren dies grob miteinander und dann können wir schon das erste mit dazugeben, und zwar die Pottasche. Wirklich getrennt, nicht auf einmal dazugeben. Erst die Pottasche dazugeben, gut unterrühren lassen. Und dann, wenn das gut untergerührt ist, können wir dann auch das Hirschhornsalz dazugeben. Genau, und wie immer seht ihr ja, löse ich alles einmal kurz vom Rand, bevor ich das Hirschhornsalz dazugebe. Komplett hat sich das leider nicht aufgelöst, fand ich aber ziemlich so schlimm. Das habe ich dann mit einer Gummikratzer aus dem Glas rausgemacht und in die Rührschüssel gegeben und das habe ich dann miteinander verrühren lassen. Unsere Lebkuchenmasse tun wir jetzt aus unserer Rührschüssel raus, geben dies auf eine Folie, drücken das dann platt und schlagen dies dann komplett einmal ein, weil es muss einmal über Nacht ruhen. Was noch ganz wichtig ist, dass der Lebkuchenteig später noch atmen kann. Also entweder gebt es in einen Gefrierbeutel und macht ihn nicht richtig zu oder wie ich hier, macht einfach ein paar Löcher rein, das passt dann auch. Am nächsten Tag habe ich ihn dann aus dem Kühlschrank rausgenommen rechtzeitig, ungefähr eine Viertelstunde bevor ich ihn verarbeitet habe. Und dann konnte ich ihn ganz normal schön ausrollen, wie ihr seht, er ist schön fest geworden, ist nicht mehr so weich wie am Vortag und es ließ sich einfach optimal damit arbeiten. Ich habe ihn ausgerollt auf 3 mm Stärke, denn durch das Hirschhornsalz und die Pottasche geht er schön noch auf insgesamt ungefähr 6 mm dick gewesen und war optimal für Anhänger oder Plätzchen.
Wie ihr seht, habe ich hier dann meine verschiedenen Figuren ausgestochen, worauf ich so Lust hatte. Dann habe ich mich auch in einem Lebkuchenhaus probiert, war nicht so optimal. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, schreibt es mir unten in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann habe ich sie mit einem Pinsel vom Mehl befreit und am Schluss, bevor ich sie geschoben habe, habe ich sie dann noch mit Wasser bepinselt. Das mit dem Wasser dient dazu, dass sie eine schöne glänzende Oberfläche bekommen, so wie ihr sie auch kennt vom Weihnachtsmarkt. Gebacken habe ich sie dann auf 175 Grad Umluft. Ungefähr 10 bis 15 Minuten müsst ihr ab und zu ein bisschen gucken. Meine waren dann etwas braun geworden, deswegen die 17 Minuten, die ich mir aufgeschrieben habe, stimmen nicht ganz. Ich denke, mit 12 Minuten bei den Größen, die ich ja hatte, seid ihr dann optimal bedient. Bei ein paar habe ich dann noch ein kleines Loch gemacht mit einer kleinen Lochtülle, weil ich sie unbedingt dann noch aufhängen wollte. Nehmt auf alle Fälle eine etwas größere Lochtülle, weil meine sind dann beim Backen doch wieder zugegangen. Währenddessen unser Lebkuchen backt, können wir schon mal unsere Zuckerglasur vorbereiten. Ich nehme wie immer einmal Saft von einer Zitrone und dann gebe ich so lange Puderzucker dazu, bis es eine dicke Masse ist. Meistens streiche ich es nochmal durchs Sieb, dass ich wirklich keine Klumpen habe, weil wenn ich es dann durch Spritzbeutel mache, ist es immer schlecht, wenn man kleine Klumpen hat. Deswegen empfehle ich es immer grundsätzlich durchs Sieb zu lassen. Dann fange ich ganz normal an, meine Sachen zu dekorieren. Da habe ich euch ja schon erwähnt am Anfang, dass ich da nicht so zufrieden war. Aber das Lebkuchenrezept, das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil es einfach top ist und sich super damit arbeiten lässt. Und für alles andere lasst mir ein Kombi da, darüber würde ich mich freuen. Und hier ist einfach nur ein Zeitraffer, so was mir so auf die Schnelle eingefallen ist, was ich damit anstellen möchte.
So, meine Lieben, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, es ist eine kleine Inspiration für euch, was ihr vielleicht euren Lieben noch schenken möchtet. Unsere Lebkuchenfiguren sind insgesamt 2 Wochen haltbar. Sie sind danach noch immer saftig und lecker und einfach toll zum Genießen. Aber man kann sie auch toll aufhängen über Weihnachten. Und deswegen dachte ich, das wäre so eine schnelle Do-it-self-Idee zum Selbstmachen, zum Verschenken. Also, ich wünsche euch schöne Weihnachten und bis bald. Tschüss!